Nach ihm sprach Beamtenstaatssekretärin Sonja Stessel von der SPÖ. Zu einer Stellungnahme hat sich die Frau Staatssekretärin Magister Sonja Stessel gemeldet. Bitte, Frau Staatssekretärin. Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren Abgeordnete, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher. Die vorliegende Novelle beruhte auf einem Entschließungsantrag, den das Parlament am 21. Jänner 2015 verabschiedet hat, nämlich an diesem Plenartag, wo wir die Besoldungsreform auch hier im Hohen Haus beschlossen haben. Der Entschließungsantrag umfasst unter anderem, dass die Bediensteten keine Einbußen haben sollten bei ihren Zugewinnsverlusten von 0,6 Promille im Lebensverdienst. Und ich freue mich, dass ich auch hier im Hohen Haus berichten darf, dass wir hier mit dieser Vorlage auch diesem Auftrag gerecht werden und auch diesen umsetzen. Mit der sozialpartnerschaftlich verhandelten Dienstrechtsnovelle wird das Einkommen der öffentlich Bediensteten gewahrt. Wie passiert das? Dies erfolgt durch eine sogenannte Wahrungszulage. Beim nächsten Biennalsprung wird das Gehalt auf den Betrag gewahrt, der nach dem alten System zugestanden wäre. Darauf folgt, wie auch am 21. Jänner 2015 beschlossen, ein System der Vorrückung, und die Bediensteten befinden sich in der sogenannten Plusphase. Strukturell entstehen durch dieses Modell dem Bund keine Mehrkosten, denn das war ja auch eine Aufforderung aus diesem Entschließungsantrag, dass strukturell keine Mehrkosten entstehen sollten. Es entstehen durch einen Vorzieheffekt insofern einmalige Mehrkosten, die aber durch das gesamte System auch wieder ausgeglichen werden. Warum sage ich das jetzt? Weil natürlich auch man nicht vergessen darf, warum wir auch zu diesem Schritt nicht gezwungen waren, aber warum wir diesen Schritt setzen mussten, weil wir nämlich ein Budgetrisiko von 3,5 Milliarden Euro einmalig zu verzeichnen gehabt hätten und strukturelle Mehrkosten von 700 Millionen Euro. Und unter dieser Perspektive möchte ich mich ja auch bei der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, die auch um eine Lösung bemüht war, herzlich bedanken für die konstruktiven und intensiven Verhandlungen, sowie auch mit den bei der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten, wo wir auch sehr, sehr konstruktive Gespräche geführt haben. Ich kann auch berichten, der Antrag wird noch eingebracht werden, dass wir zusammen mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst als auch mit der Richtervereinigung hier eine Lösung für die Richteramtsanwärterinnen gefunden haben. Nur zur Erklärung, die Richteramtsanwärterinnen werden ja durch das neue System nicht übergeleitet, weil sie ein Fixgehalt erhalten. Jedoch konnten wir einen Kompromiss insofern erzielen, dass alle Zeiten, die über das gesetzliche Gerichtsjahr, das ja jetzt derzeit 5 Monate andauert, diese Zeiten auch angerechnet werden. Aber, meine geschätzten Damen und Herren, wir haben uns bei dieser Dienstrechtsnovelle nicht nur befasst mit der Wahrungszulage, sondern wir haben auch andere Aspekte einer Dienstrechtsänderung hier vorliegen, wie etwa das angesprochene Babymonat. Denn die Öffnung des Papamonats für gleichgeschlechtliche Paare und Adoption und damit die Umwandlung zum Babymonat war und ist mir ein besonderes Anliegen. Und daher freut es mich auch, dass wir hier in dieser Dienstrechtsnovelle dieses Babymonat auch umsetzen können und auch hier der öffentliche Dienst neben vielen anderen Dingen auch eine Vorreiterrolle für Gleichbehandlungsfragen spielt. Einen weiteren Schritt, den wir hier mit dieser Dienstrechtsnovelle umsetzen, ist auch die Einführung echter Militärzeitlaufbahnen. Denn nach dem 6-monatigen Grundwehrdienst erhalten jene, die eine Berufslaufbahn anstreben, keine Verlängerung des Präsenzdienstes, sondern ein echtes, befristetes, öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis. Und mit diesem geht auch einher, dass die Zeiten in voller Länge angerechnet werden für einen späteren Bundesdienst, eben als Vordienstzeiten gelten, und auch die bisherigen Auslandspräsenzeinsätze werden zukünftig in einem Dienstverhältnis absolviert, und das ist ein weiterer Fortschritt.
zu zwei Anträgen, die bereits ein bisschen schon länger im Verfassungsausschuss auch gestellt wurden, die noch an den Herrn Bundesminister Ostermeier gestellt wurden, nämlich die Ermahnungsfrage als auch die volle Handlungsfähigkeitsfrage. Darauf möchte ich kurz eingehen. Ich habe selbstverständlich diese Aufträge sehr, sehr ernst genommen und mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst mich um eine Umsetzung bemüht. In einem Fall ist es mir gelungen, im anderen leider noch nicht. Die Dienstrechtsnovelle beinhaltet eine Regelung, dass Ermahnungen und Belehrungen nach 3 Jahren zu vernichten sind, wenn der oder die Bedienstete keine weitere Dienstpflichtverletzung mehr begangen hat. Was die Beseitigung der Diskriminierung von Bewerberinnen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit angeht, habe ich, wie auch der Herr Bundesminister Ostermeier bereits im Ausschuss angekündigt hat, der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst einen Vorschlag unterbreitet, nämlich es sollte nicht mehr auf die volle Handlungsfähigkeit abgestellt werden, sondern nur mehr für die erforderliche oder vorgesehene Verwendung erforderliche Handlungsfähigkeit abgestellt werden. Das würde auch Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit den Abschluss eines regulären Dienstverhältnisses ermöglichen. Es war aber leider bis jetzt noch nicht möglich, in dieser Hinsicht eine Einigung mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu finden. Aber ich werde dieses Thema auch bei der nächsten Dienstrechtsnovelle, denn wie wir wissen, wir novellieren das Dienstrecht jeden Herbst. Ich werde auch dieses Thema bei der nächsten Dienstrechtsnovelle selbstverständlich wieder weiterverfolgen. Und in der Zwischenzeit, das möchte ich ja auch betonen, ist es möglich, dass derartige, dass Bewerberinnen auch über einen Sondervertrag angestellt werden können. Sonderverträge erhalten beispielsweise auch, nur damit man auch das der Vollständigkeit halber erwähnt, etwa Pilotinnen oder auch Ärztinnen. Meine geschätzten Damen und Herren, die Dienstrechtsnovelle enthält, wie gesagt, neben der Wahrungszulage und der Erfüllung des Entschließungsantrages wesentliche Änderungen im Dienstrecht. Und ich bitte Sie daher auch um eine breite Zustimmung. Dankeschön. Sagt der Beamtenstaatssekretärin Sonja Stessel von der SPÖ zur Dienstrechtsnovelle 2015 in der gestrigen Debatte des Nationalrats.